Da will ich hin, das ist meine Idee. Ja, also wir haben jetzt Jack Kuhlscheid heute zum ersten Training da. Der ist jetzt für die spezifische Vorbereitung für seinen Kampf im April in den USA zu uns gekommen. Und ja, Jürgen kümmert sich jetzt natürlich sehr viel um das spezielle Training, weil es die letzten 4 Wochen darum vor allen Dingen geht. Und ja, jetzt gucken wir mal in der ersten Trainingseinheit überhaupt erstmal so ein paar Sachen mit Ball, Tatzenarbeit und Co., wo halt der aktuelle Stand ist. So umstellst, dass du dich gleich gewöhnst, schnell das Umtreten und boah, das Ding muss sofort reichen. Die Aktion geht erst hier los. Genau. Dann würden wir seitlich stehen. Generell auch die Woche werden wir so ein bisschen was testen, um zu wissen, was wir noch machen müssen mit ihm. Und dann gucken wir, dass wir das in den nächsten 4 Wochen dann auch wirklich intensiv umsetzen. Okay, auf den Kopf. Stabil bleiben. Komm! 5 noch. Ist gut, komm! Gut! Locker, tief Luft holen. Tief Luft holen, tief Luft holen. Beine raus, genau. Okay, ungefähr, weiß ich. Jetzt locker. Immer in Bewegung bleiben. Das ist wichtig. Links rum, rechts rum. Ja! Außen innen, ne? Druck, weißt du? Timing, das ist wie die Sitz. Richtig reindrücken. Ja. Dom, genau. Start. Und nochmal nach hinten. Noch ein bisschen weiter rum. Und dann, dass du gleich diese Automatisierung hast, dass du gleich das Ding auch reindrückst. Genau, das will ich. Wir müssen nehmen. Nicht rausstehen. Guck, was da. Ja, genau so. Da stehst du gleich gut. Ja, schade. Runter. Runter. Gut. Gut. Nach und nach weiter runterdrücken, bis hin. Ja, aber nicht federn, einfach nur runter. Dann mit jeder Ausatmung ist der Arm weiter. Hier runterdrückst. Zu. Jetzt beim Hochstrecken diagonal mit anderen Armen hinten unten lang machen. Dass sie einfach eine richtig lange Linie machen. Genau. Und wieder runter. Andere Seite auch. Reinrücken, 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 reinrücken. Und wieder locker lassen. Nach vorne. Richtig Spannung aufbauen. Halt. Noch mehr Druck runter. Richtig runterpressen. Genau. Schön runterpressen und halten. Genau so, Luke. Hier oben und dann nur die entscheidenden rein. Jetzt ein bisschen Reaktivität noch mit einbringen. Ja? Also rechten Fuß mit einem Zwischensprung. Kurzer Bodenkontakt. Ja, also hoch.
Schön auf dem Vorderfuß bleiben. Schön kurz auf unten. Ja, was mit den Händen und Füßen. Ja, genau. Ausfallschritte nach hinten. Einmal umdrehen, also linke Ellbogen zum rechten Knie hin. Andere Richtung. Zack. Ja, und in einem Schritt durch nach hinten. Ohne Zwischenschritt. Etwas stärker an Hauptsaal auf, also ein bisschen mehr abdrücken. Eine Bahn war noch, ne? Und endlich mal ein Sportler, der freiwillig sagt, dass es noch eigentlich länger geht. Schön runter und hochdrücken. Richtig schön abdrücken noch. Nicht zu groß machen, dass ihr richtig abdrücken könnt über das vordere Bein. Durchgängig, also nochmal mit kleinen Boxen. Viel arbeiten, keine Härte. Ich will viel Beweglichkeit sehen. Kontakt lassen, genauso. Ja, 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 und? Vorbei, wie war es für dich? Anstrengend, auf jeden Fall. Mit Jürgen ist anstrengend gewesen, auf jeden Fall. Muskelkater, Beine, Arme. Ja, war schon hart. Nein. Woche 2, was erhoffst du dir? Genauso hart, aber weniger Muskelkater. Ansonsten soll es weiter so weiterlaufen. So. Gut. Weniger Muskelkater wird's, aber es wird nicht einfacher.